Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, weil es klappt nicht. Ich habe hier mal alle getötet, weil sie mir auf den Sack gehen. Erstens, die Leute hier. Ein bisschen. Halt's Maul. Die Leute sollten gar nicht mehr hier stehen. Die Leute sollten eigentlich schon lange weg sein. Nun gut, fragt. Kannst du nicht mal die Klappe halten? Ich probiere was zu erzählen, Mann. Die sollten eigentlich schon lange weg sein, die sollten nicht mehr hier sein. Er sollte allerhöchstens alleine hier stehen. Eigentlich sollte er runterlaufen. Und dann sollte ich ihn unten sprechen können, dann können wir in die Diebesgilde, dann können wir die Mission beginnen und so weiter und so fort. Aber Skyrim hat bei der Diebesgilde sehr häufig Probleme. Ich selber hatte das noch nie, das ist das erste Mal, es nervt mich brutal. Muss natürlich das erste Mal sein, wenn ich ein Let's Play mache davon, herrlich. Naja. Das heißt, ich kann die Diebesgilde nicht machen. Ich werde einfach noch bis Folge 200, 201 werde ich irgendetwas machen, was alles so rum ist, was es so gibt, was man so machen kann. Weil leider, ja, leider geht's nicht. Wird die zeremoniellen Waffe angezeigt? Wir machen einfach mal das. Ich suche das einfach mal. Wir machen mal irgendeine Mission. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, weil es nervt mich sehr. Ich hätte das extrem gerne noch gemacht. Dann hätte ich Skyrim wirklich rundum eigentlich gezeigt. Ist jetzt nicht so. Ja, es nervt. Und ich finde es brutal schade. Weil ich hätte es euch sehr gerne gezeigt, aber sei es drum. Es geht halt nicht. Ach, Tag, die Spinnen. Ich habe die hier mal hingestellt, weil ich habe die mal wieder belebt in einer Folge. Weil ich eine Spinnenarmee machen wollte. Aber die Spinnen, die folgen einem nicht richtig. Die können einem nicht richtig hinterherlaufen, weil sie so groß sind. Ich glaube, die sind auch nur programmiert für die Gebiete, wo sie sich befinden und bewegen. Aber naja. Naja, man merkt es auch an meiner Stimme. Ich bin allgemein ein bisschen demotiviert, hauptsächlich wegen dem Skyrim-Dingsbums. Ja, es nervt. Mir fehlt der notwendige Gegenstand. Aha. Das heißt, wir gehen mal einen anderen Weg. Hier bin ich wohl oder übel richtig. Ist das alles? Es geht so, mein Freund. Tja, es sieht nicht gut aus hier. Viele Feinde, ich hole mal Verstärkung. Und let's rock. Oh Gott. Tötet ihn. So. Aha, meins. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Sehr vertrauenserweckend, so ein Totenkopf. Immer wieder diese Höhlen. Ja, die kämpfen da noch frisch fröhlich vor sich hin. Ja, hier muss ich hin. Lass mich in Ruhe. You shall not pass. Sorry, musste sein. Zack. Perfekt. Ich jetzt eigentlich da rein oder nicht? Das nimmt mich jetzt gerade Wunder. Oh! Funktioniert das überhaupt? Ah nein, es ist blockiert. Warte kurz.
Ist lustig, dass so kleine Gegenstände das teilweise blockieren können. Ist doch nicht blockiert. Ah. Moment. Der funktioniert nicht richtig. Der muss mal wieder geölt werden. Die Falle ist kaputt. Tja, wenn sie tausende von Jahren nicht gebraucht wird, dann ohne Wartung keine Chance. So, jetzt kann ich hier rein, oder? Also, ich meine, jetzt kann ich hier weiter, oder? So, leg dich wieder schlafen, Kumpel. Du siehst müde aus. Du siehst auch müde aus. Ach, kommst nicht mal ins Bett, was? Ja. Soll's geben. Kadasch. Kadusch. Was? Ich dachte, das wäre einer von meinen, der hinter mir steht. Na, verflucht. Wo sind sie hier, Jungs? Ja, wenn ich die zwei nicht hätte, dann wüsste ich nicht, was ich machen soll. Ups. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Doppelpfeil? Wie habe ich das geschafft? Mal kurz das ausprobieren. Hä? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe einen Doppelpfeil geworfen. Also, okay, gespannt. Komisch. Oh, das sieht nicht gut aus. Spinnen. Oder? Ach, Jungs. In die Schulter. Und noch in die andere. Ups. Es tut mir natürlich unfassbar leid. Überall fallen, scheiße. Stirb! Das kommt gut. Keine Fallen betreten, ja. Ich sehe. Öffne das Grab des Ältesten. Das Grab des Ältesten soll ich öffnen? Ja, steht doch. Okay. Ich weiß gar nicht, für wen ich die Mission eigentlich mache. Ich habe einfach mal irgendeine Mission angeklickt und die gemacht, dass ich was zu tun habe hier in dieser Folge. Ach so, ich bin nicht an der Stelle vorhin. Ja, die meisten werden gedacht haben, was labert der da? Komm. Okay, das ist eine interessante Quest. Ich öffne das Grab und ich trete ein. Und der Inhalt, der wird mein sein. Perfekt. Okay, haben sich einige abgefackelt. Oh ja, ich höre ein neuer... Moment. Moment. Es ist so geil, ich liebe das Schleichen. Ganz sneaky und gemein. Oh nein, er kommt weiter. Weiter hinten. Wo ist er? Oh,
Ja, ist klar, ne? Jetzt aber. Junge, das ist ein normaler Stein. Der sollte da weit. Also der Pfeil sollte am Stein vorbei. Geht doch. Ups. Wir schleichen mal weiter. Er wird mich nicht finden. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, geh wieder zu, Auge. Verschwinde, Trauger. Lauf zurück. Sehr schön. Oh. Kommst du jetzt oder? Was macht der Mann? Es klappt einfach nicht. Wo bist du, Sack? Bewegen wir uns mal ein bisschen schneller hier vorwärts. Ist in der Nähe. Ja, stirb. Junge. Dann tötet den Herausforderer. Was genau bist du? Wow! Finde ich absolut nicht okay, Mann. Klar. Dann töte sie. Ups. Nein, nicht spannend. Weg. Warum springt das jetzt? Es bleibt einfach gespannt. Zunge. Du musst nicht umfallen. Du musst sterben. Okin? Eduin. Aber warum nicht? Nehme ich mit. Ups. Das war ganz schlecht. Oh, das muss wehgetan haben. Tut mir leid, ich wollte die eigentlich nicht dazwischen die Beine feuern. Was für eine süße Bewegung. So. Mission abgeschlossen. Wir lesen das mal. Genau deswegen. Irgendwo bekomme ich noch eine Drachenfähigkeit. Ja, ich habe ja auch noch einen Gegner. Bye bye. So, jetzt bin ich gespannt, was ich hier bekomme. Eine geile Drachenfähigkeit. Nice. Okay. Wir aktivieren das mal komplett. Lass! Es zeigt mir alles Leben in der Umgebung an. Jetzt habe ich es aber nur einmal eingesetzt, also nicht sehr, nicht stark. Ich setze es nachher mal stark ein. Mal schauen, ob es da einen Unterschied gibt von der Distanz her. Der kleine Irrgarten. Kein wertvolles Buch, schade. Hier muss es noch irgendwo einen Knopf geben.
ein Hebel, um hier rauszukommen, nicht? Oder kann man einfach hier runterspringen? Ich denke, man kann runterspringen. Was hast du da in der Hand, Kumpel? Du hast da was in der Hand, das möchte ich haben. Danke sehr. So, mal... Oh, cool. Das ist richtig geil für einen Schleicher. Dann weiß er immer, wo die Feinde sind. Nice, genau, perfekt für einen Schleicher. Bin ich nur nicht. Werde ich auch nie sein, weil ich ja nicht in die Diebesgilde rein darf. Mann, dann nerv ich mich immer noch drüber. Naja, was will ich machen? So. Und... Au. Und raus. Perfekt. Tja, was mache ich als nächstes? Gibt es irgendwo noch ein Artefakt? Es gibt noch... Warte, es gibt noch Artefakte, genau. Das kann ich für die nächste Folge machen, perfekt. Nur kurz nachdenken, wo die sind. Ja, ich schlag's kurz nach. In den alten Comments ist nämlich irgendwo noch beschrieben, wo ich hin kann. Und das werde ich auch machen. Ich werde noch kurz die alten Comments durchschauen und dann da hingehen, um noch die weiteren dädrischen Artefakte zu sammeln. Es gibt noch ganz wenige. Und das machen wir. Ich suche mir kurz eine schöne Position, um dieses Let's Play abzuschließen. Moment. Moment. Noch ein bisschen höher, 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 höher. Jetzt hier. So, so, so. Sehr schön. Perfekt. Ist das nicht schön? Was ist das für eine Stadt da drüben? Das ist... Da, das sieht von der Seite richtig schön aus. Wenn man es erkennt, ist ein bisschen dunkel. Nun gut, ich wünsche euch... Ich wünsche euch, was wünsche ich euch? Einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge von Skyrim. Bis dann.